kristallisieren, denn Ness mit seiner Daumen B hatte auf jeden Fall mehr als Möglichkeiten, sich dann Leben wieder ein bisschen zu generieren. Welcome yeah. back. Yeah. Okay, also wir sind hier in der Top 8 Winners Semifinals, also garantierte Top 5 gerade. Ice-Tier gegen Splash Mage. Und das ist auf jeden Fall so ein Match, das ist für mich komplett offen. Ich könnte dir nicht sagen, wer das hier gewinnt. Nicht mal eine Einschätzung oder sowas geben. Außer natürlich, dass Ice-Tier auf jeden Fall die Projektile sich schnappen kann. Definitiv, ja genau, das hatte ich nämlich auch gerade erwähnt. Und von daher könnte man sagen, sauberer Counterpick, gerade wenn du approachen möchtest, ne? Wenn Robin jetzt versucht, dich irgendwie mit New to Beast auf Distanz zu halten oder zwischendurch zu canceln, wenn du approached, kannst du das halt ganz gut mit Down B machen. Wenn du es aber zu oft machst, dann weiß bestimmt auch ein Splash Mage zu wissen, okay, alles klar, das kann ich rausbaiten, um demnach zu antworten. Ja, und diesen stärksten von den Lasern da, diesen Laser hier gerade, den, ich weiß nicht, ob ich den gegen Ness verwenden würde, weil der Cross Slash heißt der, glaube ich. Das X, ne? Arc Thunder. Ja. Der so mehrmals trifft. Ja. Wenn du sowas einsaugst, dann kriegst du immer nur einen Hit, den ersten Hit praktisch gut geschrieben als Damage. Und wenn du so ein Teil machst, was einfach in einem Schuss super viel Damage macht, dann kann er dementsprechend mehr generieren oder regenerieren. Ja, und solche Momente können dann auf jeden Fall richtig schnell klatsch gehen, ne? Ja. Ich glaube, der Cross-Slash oder, keine Ahnung, dieses X, das ist da seine beste Wahl. Und die Down-B auch. Ich glaube, auch die hat Multi-Hits und können deswegen nicht so eingesaugt werden, dass er super viel bekommt, weil das ist schon signifikant. Oh. Aber er catcht auch gerade jeden Sprung von Ice-T. Oh, okay. Ja. Gegen Bowser. Oh. Das war nicht den Angle nicht bekommen. Schade, aber ich wusste gar nicht, dass man den bouncen kann an der Edge da an der Seite. Ja, tatsächlich. Also ist auch dringend nötig, tatsächlich. Das ist schon wichtig. Ja, super, krass. Das ist wichtig fürs Re-Positionieren dann, um tatsächlich dann mal hochzukommen. Ne? Oh. Oh, das war die Chance, aber ich hab's schon gesehen, das war guter Damage eigentlich. Oh, diese Schwärme macht auch so viel Schaden. Ja. Oh. Halleluja. What? Was? Was ist da passiert? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Nee, ich auch nicht. Aber da schien irgendwie noch ein letztes Stück Animation da gehittet zu haben. Ja. Okay, also, kann Splash Mage hier das erste Game für mich entscheiden. Das Leben hängt am seidenen Faden hier gerade. Ja. Nächste Hit könnte killen. Aber es war sehr plötzlich, muss man dazu sagen. Es war nicht langsam, sondern es ging irgendwann im zweiten Stock einfach los, dass die Fliege sich aufgebaut hat für Splash Mage. Ja. Und das ist jetzt gerade auch wichtige Information, die Ice-T noch bekommt, weil das Game einfach sehr schnell geht. Oh! Ja. Gute Antwort. Gute auf Antwort. Auf jeden Fall, ja. Ja. Da hätte man addagen können, aber nö. Warum denn in die Länge zögern, wenn du es jetzt noch beenden kannst mit dem Spike, safe, ne? Ja. Ja, die Gelegenheit kann man ja auch nochmal nutzen, um zu sagen, falls ihr jemanden kennt, dem der Content gefallen könnte, dann könnt ihr dem das gerne mal schicken. Einfach die URL kopieren, irgendwelche Chatrooms damit. nicht voll spam, aber reinschicken, ne? Das wäre es noch. Und ja, damit sich das Ganze ein bisschen verbreitet. Vielleicht auch die Jungs von in Rostock, also dass das jeder Rostocker auch mitbekommt, dass Ice-T hier gerade im Winner Semifinal steht und mindestens 5. Platz ist. Mit Aussicht auf den 3. Platz sogar. Mhm. Ja, das ist schon, das ist jetzt gerade neu und special. Genau, und wenn euch der Content gefällt, dann könnt ihr natürlich reinfollowen oder einfach ein Twitch Prime oder sogar ein Subscription einfach mal euch gönnen.
und uns. Das ist ja auch das Schöne, monatlich gibt es NIZ, monatlich gibt es ein Prime-Abo. Ist eine coole Nummer. Das passt auch wie Faust aufs Auge. Genau. Wir gehen jetzt hier ins zweite Game auf der Sora-Stage. Frag nicht, wie die heißt. Hollow Bastion. Ja. Okay. Good old Kingdom Hearts. Und good old Don't Throw Fair Fair. Das habe ich tatsächlich, das einzige Kingdom Hearts, was ich gespielt habe, war auf Advanced, Game Advanced. Ja, das war, boah, war das Chain of Memories, glaube ich? Keine Ahnung, irgendwas mit, wo diese komische Kragenfrau Boss war. Ursula. Ja, Ursula. Ja, die hast du in ein paar Games tatsächlich als Boss. Okay. Also, die wurden schon hier oder da ein bisschen recycelt tatsächlich. Ah, okay. Beikampo hat schon Bescheid gesagt. Danke dafür. Hobby. Beikampo. Wichtig gerade. Und wie ihr sehen könnt, Eistee braucht gerade auch euren Support. Darum macht mal ordentlich Lärm im Chat. Und der wird sich auf jeden Fall freuen, ob er gewinnt oder verliert. Genau. Ist immer schön zu wissen, dass man ein paar Leute im Rücken hat. Mhm. Oh. Das war ein Schlagabtausch der anderen Sorte. Splash Mage. Also der hat die ganze Zeit nur King K. Rool gespielt. Wie kann er denn jetzt so Klatsch spielen hier gerade mit Robin? Also ich will ja nochmal die K. Rool sehen. So, ciao Marv. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Schönes Wochenende noch soweit. Okay. Ja, also da darf sich Eistee dann teilweise auch baiten lassen. Oh, ja. Den hat er nicht. Das hätte er fast überlebt. Er darf sich nicht baiten lassen, diese kleinen Hits zu fressen. Das ist nicht worth it, glaube ich. Damit macht er sich nur selbst verrückt. War auch ein Fun Fact. Wenn man etwas einsaugt mit der Down B, dann kannst du ihn canceln direkt. Und ist tatsächlich in manchen Situationen ziemlich gut, um eine Combo zu starten. Kann er da danach irgendwie Up Air oder mehr oder so machen, wenn es ein paar Combos zu crazy sind. Oh. Ah, doch nochmal. Einfach nochmal mit dem Jojo. Das Jojo ist tatsächlich. Oh. Ah, jawohl. Das Jojo ist tatsächlich eine Gefahr auch am Rand. Ist es das jetzt? Stock hier. Bam! Ja. Tatsache, wow. Tatsächlich, restocked. Hatte ich eigentlich gar nicht so das Gefühl, dass es so schlecht aussah, aber ja, ich meine, Splash Mage macht natürlich auch insane schnell Damage. Ja, ne? Also, voll und ganz. Es geht, also Robin, geht, ne? Noch schneller. wenn das Buch und dieses gezackte Schwert online sind, das ist crazy, was für ein Damage-Output da vorherrscht. Mhm. Gut, dann gehen wir in Game Nummer 3. Mal schauen, ob sich was ändert. Wir hatten jetzt Hollow Bastion als Counterpick und jetzt haben wir Small Battlefield. Ja. Haben wir irgendwie noch Musik? Ja, ich höre sie. Ganz leise. Ich weiß aber nicht, welche das ist. Ich glaube, es ist von Terry. Ja, ich kann es nicht sagen. Nee, das ist Sonic. Ja, voll. Ah, das, natürlich. Ja, Sonic geht immer. Sonic-Musik geht immer. Die ist halt schnell und treibend. Mhm. Sonic hatte tatsächlich immer schon echt gute Musik. Absolut. 8-Bit-Mucke war übertrieben geil. Und wo dann, was weiß ich, Zebrahead oder was auch immer für Bands. For real? Ich glaube schon, ja. Ich glaube mindestens ein Lied von Zebrahead. Crazy, okay. Und die haben schon echt guten Stuff. Auch dieser Dubstep-Kram vom letzten Game hat mir gefallen. Wobei ich die alle nicht mehr gespielt habe. Nee, ich habe auch. Ich habe nicht mehr die Reflexe für sowas. Ich laufe da nur gegen Wände und das frustriert. Ja, als letztes gab es doch, glaube ich, dieses Sonic Frontiers oder irgendwie sowas. Ja, ich glaube, das war dieses Open-World-mäßige schon fast. Mhm. Ja, das war auch schon wieder der erste Stock hier gerade von Ice-T. Ja. Selbst wenn er das verlieren sollte, er ist immer noch im Losers. Und Mage hat hier halt immer noch 44% und noch 34%, Entschuldigung. Das ist schon ganz schön wenig. Und das ohne Brille. Er hat keine Brille auf. Normalerweise hat er immer eine Brille. Sieht auch so ein bisschen aus, als ob er gar nicht sehen könnte. Nee, sieht ein bisschen aus, als würde er gleich einschlafen. Aber, ja, wahrscheinlich Amiibo reingesteckt und Amiibo spielt. Ah, ja, genau.
Die Level 50er, let's go. Ja, der gut gespaced da. Boah. Ah, Mage kann seinen Freestop noch halten. Ja, den hätte er gebraucht. Crazy. Splash Mage hier einfach. Ja. Also, wow. Und wait, so. Wow. Zwei, drei Stocks einfach. Alter, das komplette Set einfach so gewonnen. Zwei Free Stocks. Was geht denn ab? Ja. Heftig. Das war das 3-0. Schnelles 3-0 hier gerade von Splash Mage. Der nicht nur mit K-Rool ziemlich rasiert, sondern anscheinend auch mit Robin gerade.